Jo, meine lieben Freunde, es geht weiter. Ich merke immer am Anfang einer Aufnahme, dass will nicht sagen, der Ton übersteuert, aber irgendwie so ein krasses, als ob so ein Luftzug gegens Mikro haut. Als wenn irgendwie ich das Fenster auf hätte und der Wind würde einmal so durchwehen. Keine Ahnung, woran das liegt, das tut mir leid. Werd mal fragen, woran das liegt, werde mich mal drum kümmern. Ich starte den Timer. Dieses Mal. Dann legen wir los. Wir erforschen das Magierlager. Da ist schon wer. Du verschmutzt den ganzen Boden. Was? Ein bisschen Dreck, kein Problem. Ich habe ganz saubere Schuhe. Bin doch noch gar nicht in der Wohnung. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Ha, von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Ja. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man es Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum, anstatt mir mal im Haus zu helfen. Ja. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Meins? Nicht schlafen! Nein! Nein! Das sieht wieder nach einer Sequenz aus. Nein! Ich wollte doch überhaupt nicht! Seelenstaub! Seelenstaub! Ah! Kann man leider nicht speichern, weil das Problem hier ist, dass wenn man zu weit geht, in manchen Sequenzen, man weiß halt nie, wo es losgeht, ne? Das ist halt so das Problem. Manchmal, wenn du hier über so eine Grenze kommst, weiß ich nicht, da vorne der Baum, dann spawnt auf einmal irgendwie so ein Drache, so ein Dämon und sagt, fick dich. Und dann ist das vorbei. Und wenn du den anderen Weg gegangen wärst, hättest du vielleicht noch ein bisschen einsammeln können. Das Problem ist nicht immer das, so wie das jetzt. Schade. Ach, was für ein schrecklich. Mein Kopf. Alles dreht sich. Da ist ja gut Musik. Hey, da, du hast da Fisch. Guck mal nach rechts. Das ist nicht in Ordnung. Hast du nicht gesehen? Ruhe. Hast du doch nichts gegen, oder? Gegen Diebstahl. Schreibfeder. Oh, es wird doch gerade dunkel. So, wir sollen bei ihr hinters Haus. Können wir mal ganz kurz machen. Okay. Autes Gürteltier, Seelenflechte. Sorry, Kumpel. Aber da gibt's Belohnung für. So, hier. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Gute Quest. Tatsächlich? Ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha! Ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. Naja. Da geht's hoch, da geht's runter. Da ist ein Gnom. Gucken erstmal hier am Lagerhaus. Hallo. Sieht wie ein Lagerhaus aus. Ist das richtig? Darf ich hier rein? Raus hier! Okay, ich darf hier nicht rein. Ja, was ist denn hier? Unsere Waren sind vor Dieben sicher. Ja, weil du so ein toller. Ja, stell dich doch nochmal hier draußen hin, bitte.
Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Speicher mal. Das sieht wieder nach so einem Affenversteck aus. Guck mal, und da kann der Affe also rein. Klar. So, so. Ist mein. Also wir können den Affen auch im Nachhinein nochmal hier hinschicken. Also, müssen nicht hier drinnen dafür sein. Das kriegen wir also bestimmt hin. Erstmal müssen wir nach oben. Ja, die sind schon ein krasser Dieb, muss ich ja schon echt sagen. Was ist denn da oben? Da flackert ja alles. Na, damit warten wir, bis wir hier alles haben. Komm schon. Jawoll. Kriegen wir auf. Die 80er-Truhe ist aber auch schon, ne? 80er-Truhe ist schon echt hart. Okay. Okay. Nee, immer noch nicht. Zack, zack, zack. Zack. Was? So, so, so und bis zum Ende. Durch und zurück. Muss ich einfach nur die Reihenfolge merken. Abräumer. Krass. Ist wohl der Frauenheld hier. Schrot. Fertigkeit Pistole. Munition aber Schrot. Crit plus 5. Eine sehr starke... eine sehr große Streu... Der sehr große Streuwinkel, Mensch, ey. Es ist halt auch schon spät, ne? Macht sie effektiv unter Deck. Zucker, das ist wichtig. Zucker ist wichtig. Ug. Noch ein Krug. Jade. Jade. Goldsack. Schatulle, Jadestein. Jawohl, dick abgeräumt. Gibt mich hier irgendwer? Geht's hier noch irgendwo hin? Nö, andere Tür. Gucken wir mal, was wir dahinter so finden. Ob es auch ein Raum ist oder ob es vielleicht der Hinterausgang ist? Schauen wir doch mal. Öffnen. Okay, es ist der Hinterausgang. Da steht wer? Da geht's irgendwo hin. Okay. Dann schicken wir mal unser Äffchen rein. Lop. Ich bin dein kleines Äffchen. Apfelbauplan. Bauplan Ring der Ahnen. Machete. Letzte Warnung. Raus! Das ist doch gut, Junge. Jetzt reicht es. Oh oh. Ja, verschwinde. Oh oh. Hilfe! Ich nix gemacht. War doch noch irgendwas, oder? Ich meine, ich hätte noch was gesehen. Ich bin es halt einfach nicht leise, das ist das Problem. Ist nichts mehr. Er geht einfach instant auf mich. Ja. Verschwinde. Ah ja, jetzt gehen wir erstmal weiter. Hartwig! Hey du, ich weiß, wer du bist. Ach, ehrlich? Ja, du bist doch der, der vor kurzem hier vor Anker gegangen ist. Und ich weiß auch, was du willst. Und was will ich? Na, unsere Kristalle. Und wenn du die Magie lernen willst, wirst du sie auch brauchen. Aber du musst sie dir verdienen. Magie? Also komm nicht auf die Idee, uns zu beklauen. Wie gibt... Du wie kriegst die her. Mehr Kristalle verdienen? Tja, ich würde sagen, du brauchst einen starken Arm. Lass mich raten. Dann fehlt mir nur noch eine Spitzhacke. Genau. Aber wenn du was riskieren willst, biete ich dir eine Wette an. Sprich weiter. Eine Runde Armdrücken gegen mich. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir ein paar Kristalle. Okay. Wie funktioniert Armdrücken?
Du segelst über die Meere und gibst dich mit Piraten ab, aber weißt nicht. Ja, ja, hör auf. Ich suche mir jemanden, der es mir beibringt. Hey, hey, schon gut, Kleiner. Alles, was du wissen musst, ist, dass du gegen Mittag in der Taverne gegen mich antreten kannst. Alles klar. Okay. Was ist Talle, oder was? Einsatz? Behalt dein Gold. Es reicht mir, dich zu besiegen. Wirklich? Hm, weißt du was? Wenn du verlierst, lässt du eine Runde Grog für die Jungs springen. Was kostet mich das? Mit 300 Goldstücken bist du dabei. Und nur damit du es weißt, wenn du verlierst, war's das mit den Kristallen. Also, fordere mich in der Taverne nur heraus, wenn du wirklich das Zeug dazu hast. Okay. Bist du überhaupt? Erzähl mal was über dich. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe nie was anderes gemacht. Erst für die Inquisition, jetzt für die Magier. Zusammen mit Frink, Magnus und den anderen bewache ich das Lager. Also, wenn du gegen die Regeln verstößt, werde es wohl ich sein, der dich verprügelt. Was? Du verstehst dein Handwerk. Oh. Ach, weißt du, irgendwann Nein! Du einen, der besser ist als du. Aber wenn du mich trainierst, wird das nicht so bald sein. Ha! Na, warum nicht? Na, Kampf ist meine Stärke. Mal sehen, ob ich dir noch was beibringen kann. Ach so, okay. Dachte, ich hätte außerdem noch Taschendiebstahl und der hat 120. Ach du Kacke. Gott sei Dank bin ich da nicht drauf gekommen. Ja, dann was hau mal raus. Was sind die Regeln des Lagers? Unterhalte dich mal mit Frink. Der wird sie dir schon beibringen. Frink? Du findest ihn beim Eingang zur Mine. Hey, okay, dann erzähl mal. Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Was willst du wissen? Ach du Kacke. Stichwert, Hieb. Wir wollten Stichwaffen, ne? Wir haben aber noch keine. Wir können uns das besser aufbewahren, bis wir irgendwann noch eine haben. Vielleicht brauchen wir das erstmal noch für andere Sachen. Was kannst du verkaufen? Blauer Mantel ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wir sind so kurz davor, mal eine Rüstung zu kriegen von denen, dass es nicht so viel Sinn macht, da jetzt nochmal Geld auszugeben, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ich glaube, wir können weiter, oder? Um was denn ich nicht? Wer bist du denn? Niemand. Ich würde gerne mal, zack, hier erst zur Taverne, weil ich... Psst. Hey, du! Komm mal her! Was gibt's? Nicht so laut! Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ha. Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Oh Gott. Die kurze reicht mir. Okay. Meine Freunde Tokel und Lina bewohnten bis vor kurzem mit mir die Fischerhütte. Eines Tages jedoch zog dichter Nebel auf. Ich meine, so richtig dichter. Also wirklich dicht. Alles jetzt gut. Sag einfach, was Sache ist. Mann, du hast es aber eilig. Also gut. Ich bin hierhin geflohen und weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt suche ich jemand, der nach ihnen sehen kann. Ja. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Ich kümmere mich um... Ja, ich muss ja eh da vorbei, bestimmt. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ja. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Jo, ist gut, Junge. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Kriegen wir hin. Alles gut. Hey, ich bin Agila. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Handelst du auch mit Informationen?
Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Aha. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Nicht so schnell, mein Freund. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold. Okay. Ich würde einfach mal sagen, das können wir immer noch machen, wenn wir Kristalle brauchen. Im Moment brauchen wir die ja noch nicht. Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Und beim Armdrücken und Messerwerfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magie. Die Belohnungen sind gut. Sehr auch gut. Beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Machen wir alles, wir brauchen ich Money. Ich meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Wie ist das mit dem Messerwerfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Jo, dankeschön. Wie läuft das? Sprich mit Roderich. Es war seine Idee, das einzuführen. Er kann dir die Regeln erklären. Aber sei vorsichtig, wenn du gegen ihn drückst. Er hat keinen Arm, sondern ein Ofenrohr. Okay. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Pistolen, Dolche, Panzerknacker. So gut bin ich auch nicht. 60 Fingerfertigkeit. Taschendiebstahl um 10. Fingerfertigkeit 50, Einfluss 40, das haben wir ich aber. Ich möchte ein besserer Taschendieb. Alles klar. Danke für die Tipps, muss ich sagen. Meister, die werden wir noch nicht so einfach haben. Also 60 Fingerfertigkeit. Okay. Was kannst du? Alles, was du... Merken wir uns mal. Haben wir hier so Silberzunge und Einschüchtern. Ne, Einschüchtern weg. Silberzunge, Einschüchtern haben wir an. Das ist sehr gut. Oh, hier gibt's Tränke. Wir müssen mal echt hier Tränke brauen machen. So, naja. Bald ist es soweit. Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum ist noch ein Gnom? Die Gnome machen wir mal später, also jetzt noch nicht. Hier ist die Taverne. Keiner drückt, ist schon mal am Arm drücken, das ist schon mal schlecht. Ja, mit dem Wirt würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Wo wir weiter das Lager erforschen. Haben wir halt einfach mal zwei Parts, wie wir das Magielager so ein bisschen erkunden und uns Freunde machen und neue Verbündete finden. Geld bekommen, Talente lernen, Sachen ausrauben, in Häuser einsteigen, Typen bestechen, Frauen retten, Gürteltiere töten und schlussendlich die Magier aufräumen, indem wir selber Magier werden. Mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. Oh, jetzt habe ich eine Doku-Abmod gemacht. Nein, ich sage auf Wiedersehen. Ich bin raus. War lustig mit euch. Benehmt euch schön. Cheerio mit O.